Musikalische Biopics erfreuen sich in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit und das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Da braucht man beispielsweise nur Titel benennen wie Bohemian Rhapsody, wie Rocketman, wie Elvis, der eigene Whitney Houston-Film. In diesem Jahr kam One Love, ein Film rund um Bob Marley, raus. Es gab auf Netflix beispielsweise Weird, die Al Jankovic-Story, die wirklich abgefahren, aber ziemlich cool war. In den kommenden Jahren erwarten uns dann beispielsweise noch Filme rund um Bob Dylan, um Bruce Springsteen, um Michael Jackson. Und diese Woche startet nämlich ab dem morgigen 11. April mit Back to Black, ein weiteres musikalisches Biopic in den deutschen Kinos. 122 Minuten lang, ab 12 Jahren freigegeben, ist es logischerweise die Geschichte von Amy Winehouse, dem Ausnahmejahrhunderttalent, die im Alter von nur 27 Jahren verstorben ist. Letztendlich irgendwo zwischen Essstörungen, Drogensucht, Alkoholsucht, toxischen Beziehungen, dem ständigen Ausnutzen ringsherum gefangen war. Opfer wurde auch der Öffentlichkeit und dem medialen Umgang mit ihr, aber dazu später mehr, und ist eine Jazzliebhaberin und Musikerin gewesen, die die Musik über alles liebte, der Öffentlichkeit nicht viel abgewinnen konnte durch ihren Erfolg, aber genau dorthin katapultiert wurde, teilweise die falschen Menschen um sich herum hatte und allein im Jahr 2008 5 Grammy Awards gewonnen hat. Ist das eine Geschichte, die mindestens mal erzählenswert ist? Und das dachte sich Sam Taylor Johnson bei einem Budget von 30 Millionen Dollar und der Amy Winehouse Foundation im Rücken, womit man natürlich die musikalischen Werke von Amy Winehouse verwenden konnte. Und hier wird die Geschichte erzählt mit Maria Abella in der Hauptrolle. Von den letzten Teenager-Tagen um die 18 Jahre alt ist Amy Winehouse bis hin zu ihrem Ableben und ihr Aufstieg auf die ganz große Bühne, aber auch die toxische Beziehung zu ihrem Partner Blake, der Umgang mit Alkohol, mit Drogen, aber im Kern jemand, der im Grunde ein Zuhause und Geborgenheit sucht, der sich in Beziehungen ganz stark flüchten kann und sich auch sehr stark abhängig davon macht. Und sobald jemand dem Rücken einkehrt, sich in eine Sucht oder in eine Drogenwelt hineinstürzt, wo im besten Fall, wenn man es schafft, auf eine zu verzichten, sie lediglich durch die andere supplementiert wird und eigentlich wenige Menschen drumherum hat, die ihr helfen konnten oder helfen wollten. Und jetzt wird es wirklich sehr, sehr tricky, wie ich finde. Denn als ich Back to Black geschaut habe, kam ich aus der Pressevorführung und dachte, ist kein uninteressanter Film. In erster Linie transportiert er mir hier die Geschichte einer Figur, die Opfer von vielen Dingen wird. Jemand, der sehr stark geliebt hat und auch sehr schnell sehr stark liebte und dementsprechend emotional total abhängig wurde und überhaupt jemand, der sehr, sehr stark auch in exzessive Richtung auf jeder Ebene gehen konnte. Wenn es ums Musizieren geht, bis zum Anschlag die Leidenschaft hineinzupacken, als aber auch in die Liebe, die Hass und den Wut oder auch eben den Konsum von Alkohol, Drogen bis hin zu Themen wie Bulimie und auch wirklich tragischen Aufnahmen, die man ja bis heute auch verfolgen kann auf der großen Bühne, kommen hier aber in Back to Black vor allem, und das ist das ganz, ganz große Problem an diesem Film, aus meiner Sicht, die wichtigsten Menschen ringsherum sie deutlich zu gut weg. Denn die Amy Winehouse Foundation wird, glaube ich, unter anderem geleitet von ihrem Vater Mitch Winehouse. Und wenn man sich die Dokumentation Amy anschaut, die kam 2015 raus und hat auch einen Oscar gewonnen, zeichnet sich nämlich ein ganz anderes Bild. Da zeichnet sich das Bild von einem Vater, der seine Tochter, um selbst zu ruhen und vor allem Geld zu gelangen, massiv ausgenutzt hat, der sie bei größten Drogenproblemen nicht in Entzugskliniken schicken wollte, der unbedingt Verträge einhalten wollte, dass sie auf Tourneen weltweit unterwegs ist, vor allem in die Vereinigten Staaten von Amerika. Beste Freundinnen von Amy Winehouse mussten damals ihren Reisepass zerreißen, damit sie nicht sofort los kann. Und niemand anders war wirklich da, um sie zu beschützen. Und sie hat aber oft zu dem gestanden, was ihr Vater gesagt hat. Und da gibt es ganz traurige Aufnahmen, in denen selbst in den traurigsten und kaputtesten Momenten er sie immer noch vor die Kamera zerrt, um in seiner eigenen Show oder eigenen Sendung, die er da versucht, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, diesen Fame seiner eigenen Tochter auf sich hinabstrahlen zu lassen. Dazu ein Partner an der Seite, der im Grunde diese gleiche Liebe, die sie ihm gegeben hat, gar nicht wiedergeben konnte. In dem Film Back to Black kommt das beispielsweise dadurch zur Sprache, dass sie sich relativ rasch seinen Namen übers Herz tätowiert, während er ihren Namen nur leicht in das Ohr tätowiert. Und wann immer ihr übel mitgespielt wurde, entstanden unter anderem aber auch ihre besten Songs. Und das ist es, was sie in ihrer Musik oft verarbeitet. Ihren Schmerz, ihre Trauer, ihren Hass, ihre Wut und auch vielleicht nicht voranzukommen im Leben. Und ich glaube, dass sehr große Amy Winehouse-Fans mit diesem Film absolut ihr Problem mit dem Framing bekommen, wenn es darum geht, wie kommt denn eigentlich der Vater weg? Wie kommt denn da eigentlich Blake weg? Wobei er im Grunde trotzdem ein Film ist, der das Musizieren und die Entstehung der Songs in den Vordergrund rückt, ein paar schöne Bilder findet. Und ich finde vor allem mit Maria Abela in der Hauptrolle jemanden findet, der es schafft, von diesen Teenager-Tagen bis hin zum Ableben von Amy Winehouse, erst mit so einer
relativ flachen Stimme daherkommt, wo man sich echt noch so wundern kann, okay, das soll jetzt die Verkörperung von dieser krassen und so voluminösen und besonderen Stimme von Amy Winehouse sein. Aber je länger der Film geht, weil auch Amy Winehouse sicherlich eine Entwicklung dahingehend durchgemacht hat, umso mehr nähert sie sich äußerlich und stimmlich der richtigen Amy Winehouse an und hat massiv daran gearbeitet, weil sie alles selbst einsingt in Back to Black. Und das finde ich schon krass und ich finde, sie mit ihrer Leistung könnte so einen Film stemmen. Es ist einzig und allein die gesamte Perspektive, wie sie im Grunde in der Mitte dieses Films steht, ohne all diese Abgründe ringsherum wirklich zu thematisieren. Das Wort Heroin wird beispielsweise nicht einmal verwendet. Wie die Presse mit ihr umgeht, wie so Geier oder Möwen am Strand, die nach dem letzten Brotkorn picken, wird zwar hier und da manchmal deutlich, wenn die Kamera zum Beispiel mitten im Gedränge auf Handkamera wechselt, damit uns untermalt wird, wie sich das anfühlt, da mittendrin zu stehen. Aber dieser ekelhafte Blick von Presse und Öffentlichkeit auf den Leid von anderen Menschen, da denkt man oder wünschte ich mir manchmal, warum man nicht daraus lernt. Und wenn ich mir jetzt diese ganze, ich kriege das nur am Rande mit, weil mich das ehrlicherweise immer null interessiert, aber diese ganze Kate Middleton-Nummer jetzt beispielsweise wieder die ganze Zeit überlegt wird und was könnte da sein, dass man Leute drängt, zutiefst persönlichen Dingen in die Öffentlichkeit zu stellen. Und auch wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, sollte es Grenzen geben, wo ein Privatleben anfängt und das finanzielle Interesse auch irgendwann mal bei einem reinen Menschenverstand eine Grenze setzt und sagt, nee, da muss ein Mensch vielleicht heilen. Und wie das im Fall von Amy Winehouse ausgegangen ist, das wissen wir alle. Und vor allem ist es dann auch, wenn man sich die Dokumentation anschaut, eben ein Vater, der nicht unbedingt der Meinung ist, dass sie in eine Entzugsklinik müsste und ein Partner, der darauf drängt, dass man gemeinsam dahin geht, während Ärzte eigentlich sagen, unverantwortlich, Paare gemeinsam zu therapieren, wenn es darum geht, im Suchtentzug Erfolge zu verzeichnen. Und deswegen schlagen hier echt zwei Herzen in meiner Brust bei diesem Film, weil beispielsweise ein Eddie Marson, der Mitch Winehouse, also den Vater spielt, hier jemand ist, der kommt eben sehr väterlich rüber und der kommt auch liebevoll drüber. Der ist zwar an dem Erfolg des Projektes interessiert, steht dann aber deutlich mehr zu seiner Tochter und nutzt vielleicht auch so eine gewisse Abhängigkeit von männlichen Figuren im Leben von Amy Winehouse aus, die so nicht wirklich adressiert wird. Und wenn er anscheinend in der Entwicklung dieses Projekts so stark mit involviert ist, wundert es mich da nicht. Und auch ein Jack O'Connell als Blake, der kommt hier relativ charmant her. Die gesamte Szenerie, wie die sich kennenlernen, in einer Bar, bei einem Bier, bei einer Runde Poolbillard und die Ex-Partnerin feststellen muss, oh, da ist ja jemand. Und während er am nächsten Morgen im Grunde erstmal mit Kokain reinstartet und das als Rock'n'Roll bezeichnet, zieht das natürlich oder wirft das schon die großen Schatten voraus, wo diese Geschichte mal hingehen wird, bleibt da aber so viel Romantik irgendwo auch hängen, dass dieses toxische sich zwar immer wieder darin widerspiegelt, dass sie fallen gelassen wird, aber im Grunde glaube ich, dass das deutlich tiefer reicht, wenn man sich Dokumentationen anschaut, wie sehr man aneinander gekettet ist. Einzig und allein aus meiner Sicht ist es da die Mutter Cynthia Winehouse, gespielt von Lally Manville, wo so ein sehr herzlicher und ehrlicher Aspekt bei rauskommt, bei der Amy Winehouse anscheinend eine ganz besondere Verbindung hatte, aber auch wenn diese Frau nicht mehr ist, ist das eben ein großer Stich ins Herz. Und ich erwarte ja nicht von Back to Black irgendwie einen Film, der so viel über das Leid und das Opfer sein erzählt, aber wenn jemand mit 27 Jahren verstirbt und das nicht durch einen tragischen Unfall oder irgendwas in diese Richtung, sondern sich selbst über Jahre zugrunde richtet mit destruktiven Verhalten und das auf Konzerten mitgefilmt worden ist und da braucht es einen bestimmten Kreis, der das supportet, der das durchdrückt, um das Geld zu verdienen, den Erfolg mitzunehmen, dabei hatte sie dieses Talent und diese Stimme ihr ganzes Leben lang, jemand so Großes zu sein, dann ist das einfach verdammt traurig und der Film findet manche gute Bilder dafür, die manchmal so stehen zu lassen. Und die Musik, die klingt natürlich toll. Wenn du ein Back to Black, ein Valerie, ein Rehab, natürlich als bekannteste Songs, aber auch die Entstehung anderer Songs mithörst, dann hat das was sehr künstlerisch Kreatives und auch Schönes, wie ich finde. Und man sieht auch im Kostüm und Maske, wie quasi dieser Pfad der Zerstörung voranschreitet und Arme dann irgendwann gefühlt so dünn sind, dass man mit zwei Fingern herumgreifen kann. Dann ist das sehr traurig. Und so bleibe ich am Ende bei Back to Black, bei einem Film, der äußerlich einiges richtig macht. Ich finde gut der Look. Ich mag die Hauptdarstellerin. Ich mag den Gesang und die Songs. Und dass man auch im Grunde versucht abzuzeichnen, dass diese Figur ein Opfer seiner Umstände ist und die man gebraucht hätte, der wirklich da ist und die es versucht haben, beste Freundinnen, irgendwo aus dem Leben rausgenommen worden sind. Aber die wichtigsten Dinge sind aus meiner Sicht dann völlig verdreht. Dieser gesamte Drogenabgrund und was das bedeutet, wie tief sie da drinne war, wie die Presse damit umging, teilweise anscheinend Hotelzimmer abzuhören, um an interne ranzukommen, die dann zu vermarkten und damit auch einen Keil zwischen Freundschaften zu treiben, wo man sich nicht mehr sicher sein kann, wer relativ vielleicht
vielleicht mit der Presse, um Informationen zu verkaufen. Dann wie Vater und Blake dabei rumkommen und diese ganze Thematik auch Essstörung, Bulimie und die Öffentlichkeit und der Blick darauf. Ich finde, das kommt deutlich zu kurz. Und dieser Film ist, wenn man sich zumindest so ein bisschen an der Dokumentation Amy orientiert, etwas, was sehr viel verharmlost. Vielleicht mag die Dokumentation Amy krasser draufschauen. Sie fühlt sich aber deutlich authentischer und ehrlicher an. Und das nicht nur, weil es eben echtes Material ist. Am Ende, aufgrund von Look und Stil und viel, bin ich als musikalisches Biopic bei noch gerade so 6 von 10 möglichen Punkten dabei und 5 von 10 möglichen Punkten insgesamt, weil es herrscht schon irgendwie auch dieses Gefühl, als ich nur aus Back to Black rauskam, fand ich das echt nicht uninteressant. Und das hat mich dann vor allem auch im Gespräch mit Kollegen dazu gebracht, mir Amy anzuschauen. Ich habe das Gefühl, ich hatte die Doku schon zumindest mal zu Teilen gesehen, aber nie ganz. Und dann komplettierte sich für mich erst so ein Bild, was so ein Backlash auf diesen Kinofilm gibt, weswegen es echt so ein bisschen schwierig ist, weil die Machart, die Hauptdarstellerin, die Art und Weise, da ist vieles, was mich dazu gebracht hat, mich mir damit zu beschäftigen. Und das ist erstmal ein richtiger Gedanke, aber es scheint eben an ganz maßgeblichen Punkten Stellschrauben so zu drehen, wie es ehrlicherweise nicht cool ist. Deswegen ist es auch ein bisschen schwer, es hier einzuordnen, was ich dann genau, weil das ist dann wieder eine moralische Ebene und weniger eine handwerkliche, mal das punktemäßig einzuordnen, weswegen ich so viel von dem, was ich spreche, darauf verwende, um diese Diskrepanz aus meiner Sicht herauszustellen. Okay, da bin ich am Ende meiner Review zu Back to Black ab dem morgigen 11. April in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.